Natty Shepard für 350 Jahre. Salut. Da haben wir aber einen echt harten Brocken zu fassen gekriegt, was? Ja, das kannst du laut sagen. Es wird keine Zuckerschlecken, das Ding auszugraben. Guck dir das mal an. Was ist das? Hast du ein hübsches Mädel ausgebuddelt oder was? Sieh doch selbst. Eine Art Maschine. Sieht so aus, als ob sie irgendwas in ihr stecken würde. Lass mich mal sehen. Meinst du das hier? Sehr gut. Jetzt schauen wir mal. Mainflipstart bestätigt. Befehl überprüfen. Operation CODA. Hauptspeicher bestätigt. Datenwiederherstellung ausführen. Fehler. Das ist also das Paradies. Uff, ich glaube, wir sind mit der Laris-Aufräumaktion durch. Endlich. Es wurde doch mal Zeit. Seit wir ihn besiegt haben, sind schon ein paar Monate vergangen. In letzter Zeit haben wir ihn überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Vermisst du sie? Vermissen die? Haha. Ich wollte doch nur Arbeit im Wert von 1 Milliarde Ringe aus ihr herauspressen. Anscheinend arbeitet sie mit mehr Will an irgendeiner Sache. Was das wohl ist? Ach, lass sie doch. Uns soll doch nur interessieren, wie wir noch an noch mehr Jägerjobs kommen. Letzte Zeit hatten wir ganz schön viele Jobs mit fetten Honoraren. Und seitdem die Kovas Bruno verloren haben, verhalten sie sich auch mucksmäuschen still. Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, unsere Sammlung in der Kabine aufzustocken. Ja, gute Idee, ich behalte es mal im Hinterkopf. Mir fällt gerade ein, seit dem Kampf hast du dich nicht mehr transformiert, oder? Fang doch nicht schon wieder damit an, okay? Ich weiß selbst nicht, was eigentlich passiert ist. Ah, okay, tut mir leid. Komm, gehen wir auf die Suche nach den fettesten aller fetten Jobs. Alles klar, nächster Halt, Pharao. So, und herzlich willkommen wieder zurück zu Solato Robo. Ja, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich wäre damals selbst extrem überrascht, als ich gemerkt habe, es geht nur weiter. Und wie man das schon im Intro gesehen hat, wird das jetzt noch mal richtig interessant und richtig cool. Ich muss dazu anmerken, ab hier ist sie vollkommen blind. Ab hier habe ich nicht mehr weitergespielt. Ich habe also keinen Plan, was jetzt Sache ist. Null Plan. Gucken wir. Pharao wäre storytechnisch jetzt wieder das nächste. Was das für Städte wir im Intro gehören. Aber wir haben natürlich jetzt überall noch andere Nebenquests zu machen. Die werde ich natürlich vorher abgehen. Deswegen habe ich die vorher nicht gemacht, weil mir schon klar war, dass man die hier noch machen konnte. Aber bevor es dann wieder rigoros mit Story weitergeht, erstmal wieder hier ein bisschen gucken. Ich freue mich so drauf, weil das sieht auch extremst interessant aus. Und sorry, falls die letzte Folge so so abrupt ohne was zu sagen beendet habe.
so, Piratenjagd. Navarra von den Himmelpiraten, die Heuler hat mir eine Drohung geschickt. Bitte beschützen mein Vermögen von den Piraten. Ich bin im Ostdock Händler. Okay, es ist nur irgendein Händler. Was? Die Piraten haben offen gedroht? Die sind ja ganz schön mutig. Bitte geh nach Nordeyadiade. Viel Glück. Topscreen, ja. Da oben irgendwo. Geh jetzt zurück, ich weiß Bescheid. Also dann, viel Glück. Unser Abenteuer geht weiter. Wuhu, ich bin schon so gespannt. Also warte, das ist sozusagen der zweite Teil der Story. Der erste Teil, da hat man ja schon gedacht, boah, das war ja schon recht viel und toll. Aber das geht wirklich immer noch weiter, was ich einfach extrem krass finde. Warte mal, ich glaube, da muss ich wohin. Ach, jetzt kann ich ja hier geradeaus lang. Das Gebiet ist ja neu. Du da, bist du der Jäger, der mein Jobangebot angenommen hat? Da bist du doch, oder? Oder? Ja, da bin ich. Warum sind sie denn so hektisch? Was glaubst du denn? Ich werde alles verlieren, wenn du nicht bald in die Gänge kommst. Was? Sind sie schon hier? Oh. Die haben das ganze Haus mitgenommen. Ein Himmelpiratenschiff. Das hängt in da für ein großes Ding drunter. Die haben das ganze Lager inklusive Ware rausgerissen und machen sich nun aus dem Staub. Das gibt's doch nicht. Die hole ich vom Himmel. Keine Bewegung. Ach du, die sehen ja krass aus. Ja, die sehen auch krass aus. Niemand stellt sich den allmächtigen Heulern in den Weg. Niemand, kein einziger. Dann muss ich mir eben mit Gewalt meinen Weg bahnen. Okay, vollkommen neue Gegnerart. Die haben Schilde. Alter! Die sind gerade... Okay, exhausted. Dann mal drauf. Ja, Heuler. Merk schon warum. Boah, die haben mich jetzt gerade voll eingekesselt. Alter, wo bin ich denn? Da bin ich. Gerade voll nicht gesehen. Oh, springen können die auch. Ja, jetzt hängt er fest. Gut, kann ich gerade noch rechtzeitig springen. Einer ist weg. Gut. Okay, der muss erst, Was, da kommt noch einer? Ach Mist, ich muss ja von hinten greifen, nicht von vorne, wegen dem Schild. Okay. Ah, ist ein bisschen kacke. Was ist der? Ah, das hat sich jetzt gerade angegriffen. Gerade nicht gesehen, weil da ganze Explosion und so. Ach, noch einer, was soll denn der Scheiß? Das ist fies. Okay, der nächste ist put. Boah, hier wackelt alles so viel. Ey! Jetzt hab ich mir auch so den Ding geschnappt. Ah. Komm. Das ist voll gerade durcheinander hier. Wäre jetzt extrem scheiße, wenn die unendlich spawnen, aber nee, das war's anscheinend. Gut. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Ich sollte mich beeilen. Navarra. Uhaha. Wer ist das? Das sieht auch komisch aus. Ich bin's, der Chef der Heule, der allmächtige Navarra. Dann hast du also diese lächerliche Drohung geschickt? Lächerlich? Das war ein Kunstwerk. Ja, der ist total komisch. Das sind keine barbarischen Piraten, die alles stehlen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ihr habt uns genug Zeit gewonnen, meine treuen Männer. Kehrt uns zurück. Zurück. Jawohl, Chef. Jawohl, jawohl. Öffnet alle Luken, breit machen zum Feuern. Ballert alles weg. Alle weg, die uns in die Quere kommen. Piraten packen. Na wartet, ich komme jetzt hoch und dann erlebt ihr euer abstürzendes Wunder. Hier ist ja so ein Trümmerteil. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie... Autsch! Ich muss den kriegen. Okay, sieht gut aus. Habe ich eigentlich nicht nur eine gewisse Zeit oder so, oder? Ich scheint nicht so, als würden die abhauen. Ziemlich dumm von denen. Ah, gut. Gerade guter Lauf. Das war gerade ein guter Lauf. Eine brauche ich noch. Komm, eine brauche ich noch. Na, wie war das? Oh, das hast du geschafft.
Ja, nur, aber irgendwas stimmt nicht. Verflixt und zügig, ich habe keine andere Wahl. An alle Pfoten, verlasst eure Posten. Evakuiert das Schiff. Ei, ei, Sir. Das sieht lustig aus. Aber wenn jetzt... Ja, oh je. Mein Lagerhaus. Von dem ist jetzt wohl nicht mehr viel übrig. Oh, mein ganzer Besitz. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Gilt das trotzdem als erledigt? Haben Sie sich ein wenig beruhigt? Schluss. Ja, ein wenig. Hier, bitte. Schön, dass wir trotzdem noch Geld kriegen. Das Ganze tut mir wirklich leid. Schon gut, ich muss eben wieder bei Null anfangen. Das ist alles. Oh, ich kann von euren Tränen gar nicht sehen. ich finde das dann lustig. Okay, für den Typen ist das natürlich nicht lustig, das tut mir leid, aber... Das sah lustig aus. Jetzt haben wir wieder so einen neuen Piraten. Ganz komischen. Wegen, das ist Kunst. Das geht auch klar. So. Teile kaufen. Na, ich hab eh noch keine Plätze frei. So, dann habe ich noch bei der... Beim Duell habe ich noch was, aber ich werde dafür jetzt erstmal wieder pausieren, weil ich habe jetzt immer noch diese zwei Bildschirme und wenn ich zwei Bildschirme mache, muss ich das verkleinern. Dann ist die Qualität nachher nicht so groß, so gut, wie ich das auf YouTube hochlade. Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis denn dann.